Und Zukunft, wie wir uns schon vor vielen Jahrzehnten auch genannt haben, ist stolz darauf, eine Bürgergarde wieder zu besitzen, wenngleich es auch zahlenmäßig
nicht besonders erfolgreich für die Stadt Vöcklabruck ausschaut. Die Mitglieder der Bürgergarde sind einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger, aber wir haben Freude damit. Denn es ist auch in Vöcklabruck Tradition, 1358 hat es ja die erste Bürgergarde in unserer Stadt gegeben, somit ist das der älteste, wenn nicht überhaupt, ja, der älteste Verein unserer Stadt Vöcklabruck. 1358, das ist das Jahr, in dem Vöcklabruck auch die Stadterhebung zugeschrieben wird. Wir kennen das Datum nicht exakt, aber wir nehmen es an, dass es 1358 war. Also es war die Los 1358. Die Bürgergarde hat sich dann prächtig entwickelt. Zeitweise hatte sie eine eigene Musikabteilung mit 30 Musikerinnen und Musikern. Die Bürgergarde gehört zu Vöcklabruck und ist erst in der NS-Zeit aufgelöst worden. Dann, ja, der Steinmeier und andere kam es vor 10 Jahren, nämlich am 7.7.2007, zur Gründung, zur Wiedergründung unserer Bürgergarde in Vöcklabruck. Ich gratuliere dazu ganz besonders herzlich, freue mich darüber, wünsche euch ein erfolgreiches Fest. Alles, alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Vertretung von Oberst Alfred Ertl hier, der der Präsident oder der Hauptmann der Vereinigten Traditionsverbände Mitteleuropas ist. Oberst Ertl hat mir aufgetragen, eine Grüßadresse zu überbringen, was ich hiermit tue. Ich grüße die hohen Geistlichkeiten, die hohen Normalitäten, alle Kameraden, alle Damen und Herren und alle, die an diesem Fest mitgearbeitet haben. Es ist nicht leicht, so ein Fest auf die Füße zu stellen, besonders dann, wenn der Wettergott auch nicht richtig will und man muss dann schauen, dass man die Leute irgendwo unterbringt. Eine Gratulation ist trotzdem angebracht. Es ist sehr schön, dass du das 10 Jahre jetzt schon machst und in diesem Sinne darf ich dir auch gratulieren. Und ich bedanke mich für die Einladung, freue mich, dass ich hier bin und werde hoffentlich einen guten Verlauf des Festes erleben. Dankeschön. Wir brauchen nicht hier zu sein, um Vöcklabruck zu bewahren
zu beschützen oder gar zu verteidigen. Nein, wir können ein so tolles Fest zusammen feiern und können uns wirklich auslassen und wieder mit Freude heimkehren. Ich wünsche deinem Bürgerkorps Völkerbruck alles Gute für die weitere Zukunft. Der wird alles Gute, Gratulation zu diesem Fest. Ich komme jetzt zu den Ehrungen. Die heute hier neu übergeben werden an das Bürgerkorps
und ihre Geschichte auch ausdrücken. So dürfen wir beten, Gott, der Ursprung aller Gemeinschaft, wir bitten, segne diese Fahnenbänder des Bürgertors Vöcklabruck, schließe alle, die diesen Zeichen folgen, zu einer guten Gemeinschaft des Friedens und der Hilfsbereitschaft zusammen. Die wir sind für das gemeinsame Stärken Sie auf Ihrem Weg. Christus, unserem Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thank you.
André Roth. Danke, Herr André, der Schülerin, Lea und Hoffe, der Feier auf dieser Bühne des Zentralen und alle den Kommandanten der Bürgerarbeit gibt, Lea und André und Hoffe. Und wünsche einen guten Einfahrt und einen guten Einfahrt.